Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier in Elden Ring. Wir haben gerade den Golem mit seinem Großbogen richtig zerstört. Also richtig zerstört. Er hatte keine Chance mehr gegen uns. Weil er aber auch so ziemlich der schwächste Mob im ganzen Spiel war. Wir haben scheinbar das Schloss hier erreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Schloss ist, das Irina meinte. Wo ihr Vater noch Wache steht als Kommandant. Was? Licht. Ja, gut. Wir haben da noch einen Brief zu übergeben. Schicker Strand. Boah, überlegt mal, ihr habt im Mittelalter so eine Klippe und da ist eure Festung drauf. Aus der Richtung kommt keine Sau, glaubt mir. Aufgefüllt. Ist auch nochmal so einer, aber ich brauche gerade kein Leben. Oh, ein Schädel. Ah, jetzt verstehe ich. Die Schädel haben Runen drin, natürlich, weil halt. Das war knapp, hey. Da ist ein Schaf, ein ganz kleines Schaf. Mehr. Dankeschön. Ich verfehle sogar Schafe. Ja gut, wir gehen rein. Wo ich denke, wie ich an dem Schaf rummache. Oder wir rennen da hinten noch zu den Schwertern. Kommen wir noch zu den Schwertern. Dann gehen wir aber rein. Rote Pilze. Qualenpilze. Die Belagerung von Schloss Morn. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürst Godfrey ist sein Verderb. Na dann ist ein Mahnmal wohl, dass das Schloss mal belagert wurde. Will ich mich mit den Quallen anlegen, die so ominös rot leuchten? Ja. Oder... Einer auf dem Stuhl, oder? Was passiert, wenn ich die anker... Oh, die schießen. Gut, dass ich das probiert habe. Ui. Neben. Okay, sie sind nicht die stärksten. Und sie haben eine relativ kleine Agro-Range. Okay, aber sie vergiften. Zumindest glaube ich, dass das Gift sein soll. Und man kann ihre... Ja, ne? Man kann sie direkt mit einem geladenen starken Schlag aus dem Gleichgewicht bringen. Ein Dunkelschmiedestein, sehr schön. Was hast du? Ein Adernblatt. Was kann denn das Adernblatt? Adernblatt. Nein. Nein, wo ist es denn? Ist hier? Adernblatt. Herstellung von Objekten. Das ist so eine genaue Beschreibung. Geh mal in die Objektherstellung. Vielleicht finde ich ja, wofür man es braucht. Ja. Yeah. Nichts. Umfingermedizin. Bad Korb und Wettkampfrufzeichen. Nein, danke. Verringert Fallschaden und Geräusche. Förderlich im Inventar. 6 Stück konnte ich herstellen. Warum eigentlich nicht? Bogenstab. Führte die Sturmwind für seine Elb. Der ist mir egal. Er braucht FP und er schafft einen magischen Bolzen. Interessant. Nach hinten werfen.
Einfach nur normale Feuertöpfe. So. Da hat zumindest was wieder hergestellt. Auf ins Schloss. Aber dann sind wir hier richtig. Das ist Schloss Morn. Und dort arbeitet Irinas Papa als Kommandant. Gucken wir mal, ob wir ihn finden. In seinem Posten holen können. Falls er noch immer seinen Posten aushält. Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Linie? Die wir hier nicht übertreten wollen wahrscheinlich, aber gepasst. Wir machen einen Stufenaufstieg. Und zwar brauche ich Gewicht. Geschick. Nee. Wo kann ich denn Gewicht leveln? Glaube, Weisheit, Geschick. Ausdauer. Maximales Ausrüstungsgewicht. Genau, das brauchen wir. So, und dann möchte ich kurz... Wir haben ja den Ort hier gefunden. Ich will kurz in die Gnade, Tafel der Gnade, zum Schmied. Und dann... Ups. Außenrum. Zip. Hallo, Schmied. Ich bin nicht tot. Nicht den hochleveln. Was brauche ich denn? Hier, Schmiedestein ist Stufe 1. Ich habe 2. Ist. Nicht denn zumindest meine Rüstung. Warte mal. Meine Rüstung kann ich hier auch gar nicht leveln. Oh, wir sind auf jeden Fall nicht mehr am Fettrollen. Sehr nice. Sehr nice. Da wollen wir hin. Aufzug von Schloss Maul. Na dann. Halbinsel der Tränen. Gucken wir mal noch hier rein. Gefahr versuchen. Benötigtes Objekt suchen. Na dann, was auch immer. Das ist ja wirklich ein Aufzug. So kann man auch sein Schloss schützen. Wenn man einen Aufzug hat, der als einziger Zugang dient. Ist zwar im Alltag nervig, aber wenn du belagert wirst, dann schneidest du einen Aufzug ab und dann kannst du zwar nicht raus, aber die können auch nicht rein. Was ist das hier? Diese Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Viele Schmetterlinge. Viele komische Viecher. Und dann beseitigen wir die Viecher mal. Das sind die... Nicht mit mir. Nicht so. Okay, einer weniger. Sehr schön. Mehr. So. Ah, okay. Du da. Oh, interessant. Verzögert. Angriffe. Und man kann ihn nicht in den Rücken hauen.
Oh, der hat richtig verzögerte Angriffe. Total verzögerte Angriffe. So. Jetzt ist Ruhe. Das waren aber noch nicht alle, weil ich habe auch noch keine Dinger bekommen, keine... Ich habe den Schmetterling. Ich habe gerade nämlich auch welche verbraucht gehabt. Oh ja, fett. Okay, der Gegner hat ganz schön viel Standhaftigkeit. Der Hund. Wurden einige von dir getötet. Werde ich dich auch noch beseitigen können. Das war jetzt blöd. Das ist richtig blöd. Ah, Halleluja. Ruhig. In Fahrt, Hund. So. Oder ist da noch einer im Eck? Wer ist hier gegen wen? Ich bin gerade ein bisschen Konfuzius. Hier. Wow, Halleluja. Ich habe keine Heilmittel mehr. Schmiedestein 1. Einmal, sehr schön. Dann brauche ich noch mal einen. Dann kann ich... Oh, da hinten ist was Großes. Nochmal ein. Schmiedestein, dann kann ich meinen Degen nochmal aufwerten. Meister, Freund voraus. Okay. Claymore. Oh, das Ding habe ich früher geliebt. Hat es das gleiche Moveset? Oh ja, das hat das gleiche Moveset wie... Oh, nice. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Oh ja, oh. Ich habe meine neue Waffe gefunden. Oh, ich habe meine neue Waffe gefunden. Definitiv. Oh, definitiv. Wir sind ein bisschen schwieriger. Wir hatten Descaling. Oh, aber ich habe meine Waffe gefunden. Oh. Hier, die Nachricht Freund voraus, die kriegt auf jeden Fall. Applaudieren. Komm, die kriegen beide einen. Da hinten kämpft jemand. Seelen bekommen. Nein! War zu langsam. Ich bin sowieso zu langsam, ich bin zu schwer. Mehr Punkte in meinem Gewicht. Wir sind jetzt gerade ganz knapp unter der Kante gewesen. Das war mit dem großen Degen und nicht hier mit der Claymore. Von daher, dann ist die nur 1. Der ist schon plus 1. Ich habe einen Eisenball. Okay. Keine Pferdefrau ist, ja. Das habe ich gemerkt. Das habe ich vorhin schon gemerkt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir
nochmal so Schmiedesteine bekomme von diesen Wachen. Die Rüstung auch anhab von denen. Und dann brauchen wir ganz viele Punkte für unsere Gnade. Oder ganz viele Ruben. Damit wir unser Gewicht noch ein bisschen hochleveln können, damit wir auch ein Schild dazu tragen können. Baymore an sich ist ja schon süß, aber braucht dann noch ein bisschen mehr. Ich renne mal einfach an den vorbei, mal schauen, was passiert. Schauen wir mal, wie viele uns hinterher rennen. Einer. Sehr schön. Zwei. Okay, kommt der noch oder geht er? Ich glaube nicht, dass der uns folgen kann. So. Holen wir uns unsere Runen zurück und dann die Kerle hier fertig. So. Alle tot. Achtung, Schloss. Hey, da ist ein Leiter. Halt. Mach hier mal eine Nachricht rein. Cora, Leiter. Dinge. Leiter. Woraus? Nachricht erstellen. Vielleicht sieht es denn jemand. Ich hätte es nämlich gerade fast übersehen. Vielleicht hilft es jemandem. Würde mich nicht überraschen, wenn es nicht hilfreich ist für jemanden. Andere werden wahrscheinlich sagen, oh, ist offensichtlich. Lass mich die einfach mal machen, was? Hey. Hab damit nichts zu tun. Da hinten sind auch noch am Streiten. Ups. Ups. Bitte. Ja, Schmiedestein. Ist auch noch meine Leiter. Mal hier eine Leiter rein. Zip. Aufzug. Leiter. Nicht erstellen. Oh, der Herzog hat gewartet, bis ich fertig war mit der Nachricht. Sehr höflich. Sehr höflich. Oh, da ist was. Ist das Krummfingermedizin? Okay. Als ich meine Multiplayer gehe. Stacheldrahtfackeln. Stahldrahtfackeln. Ups. Na dann. Durchrollen wie ein Dark Souls. Da ist auch noch was. Fußsoldatenbeinschutz. Ist der cool? Er ist leichter. Ich glaube, wir sind jetzt schneller. Wir nehmen halt jetzt ein bisschen mehr Schaden. Das dürfen wir nicht vergessen. Können wir da außen rumlaufen? Kann man nicht. Ja, dann geht's hier runter, vermute ich. Gegner voraus darf daher Rumpf suchen. Was auch immer du meinst mit Rumpf suchen. Oh, gut, dass man im Spiel einfach hüpfen kann. Ja. Beseitigt. Ich liebe die Baymore. Kommt ihr bitte her und hört auf, Sachen nach mir zu werfen.
runter. Wow. Was war denn das jetzt? Da. Unten bleiben. Ist auch nochmal eine Leiter. Runter nach da hinten. Ich glaube auch nur da hinten. Wir gucken. Das sind nur Galgen. Ganz schön viele Galgen eigentlich. Ja. Damit hatte ich nicht gerechnet. Tatsache. Der hoffentlich auch nicht. Miedestein. Hey, der ist noch. Der wäre tot. Wohl nicht. Okay. So, hübsch. Haben wir geschafft. Zwei schöne Schmiedesteine gekriegt. Damit können wir unsere Baymon ein bisschen hochleveln, sobald wir genug Schmiedesteine Stufe 1 haben. Können sie auf jeden Fall plus 1 machen, aber plus 2 fehlt dann natürlich noch was. Ein paar Schmetterlinge. Da bin ich nicht lang. Huch. Ah, ich habe gerade Seelen bekommen. Haben sie wieder irgendjemand umgebracht? Naja, egal. Lass die da vorne mal kämpfen. Die sollen sich ruhig erstmal verausgaben. Weil es da nichts zu haben scheint. Der ist der nervigste von denen. Dann holen wir den erstmal runter. Dankeschön. Yes. Dem kann ich nicht mehr helfen. Den auch nicht mehr. Sup. Lass mich raten, du bist Irinas Papa. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, Warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things have turned out. Ja, du sitzt ja auch nur hier. They've all rebelled. They gave foul creatures, as it said. I'm sorry to disappoint whatever you come here to do. Take this, by way of apology. Was gibt er mir jetzt? Ein Opferzwerg. Na dann. Ich habe hier einen Brief von deiner Tochter. Thank you. But I can't leave yet, even if the castle should fall. To ensure the treasured sword of Morn does not fall. Schwert von Morn. Okay, also werden wir wahrscheinlich uns um das Schwert von Morn kümmern. Habe ich das richtig verstanden? Okay, wir haben uns jetzt einmal außenrum gekämpft. Wir gehen jetzt sozusagen an den Punkt, wo wir sagen müssen, wo geht's jetzt lang? Gehen wir jetzt kurz zu Irina zurück, sagen, ihrem Vater geht's gut und er hat nur keinen Bock auf sie. Und dann... Wo saßen die? Doch, die saß da vorne. Da sitzt sie. Nee. Hä? Okay, das ist jetzt blöd. Sie ist hier gut. So, das sehe ich jetzt auch. Okay, das ist scheiße. Das ist echt scheiße gelaufen. Was ist das hier? Ein nomadischer Händler. Dann
nochmal eine Runde Aufzug fahren. So wie es klingt, so wie es scheint, so wie es ist. Wir ziehen am Hebel. Komm runter, deiner Aufzug. Du kannst das, ja, komm runter, komm. Wir sollten links mein Schwert upgraden. Beziehungsweise jetzt gehen wir erstmal nach vorne. Also wir sind jetzt rechts oben, sind wir ja hoch, haben uns durchgekämpft. Dann lasst uns jetzt mal geradeaus rennen. Beziehungsweise links oben sind wir noch gar nicht hoch. Gehen wir mal hier lang. Hey. Schmiedestein, Stufe 2, einmal. Okay, ich hätte sonst nichts. Ah, Zerstörung. Sehr schön. Stirbhündchen. Gerade noch erwischt. Ist der Haufen deiner Mitte eigentlich vollkommen egal. Ich will eigentlich auch gar nicht, dass sie gerade zu mir herkommen, während ich außen rumlaufe. Damit ich mich hier um den großen Boy hier, Big Boy, kümmern kann. Tschüss, Big Boy. Refugiumstein. Und ein Schmiedestein, Stufe 1. Dreimal. Oh, nice. Dann müsste ich jetzt genug haben, um meine Claymore auf Stufe 4 oder so zu bringen. Könnte hinkommen. Gucken wir mal, wie weit wir noch kommen hier. Die Leiter geht hoch. Ich hab Seelen bekommen. Hier waren wir schon. Lalala. Also, yo, wir waren schon hier. Gibt's hier noch was anderes? Dann halt nicht. Ja, dann gehen wir zur Tafel Ignade, leveln unsere Bamer hoch und dann suchen wir uns einen neuen Ort. Hui. Und hui. Zerstörung. Hallo, 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 hallo. Ja. Jetzt braucht man 6 Stück Stufe 1. Ja, blöd. Verkaufen. Ich würde gerne den Degen verkaufen. Diese 2 Dinger hier. Gehen da. Wieder. Das nicht. Gehen da. Ja, lassen wir es mal so. Kann ich das Schwert nicht zweihändig nehmen? Loho. Okay, aber ich habe mich jetzt hier durchgearbeitet bis hoch nach Osmorn. Und da war ja jetzt nichts mehr eigentlich. Ich meine, hier in der Richtung habe ich noch nichts entdeckt. Das wäre also auch noch ein Ort, wo ich hin kann.
Warum eigentlich nicht? Tidim. Okay, jetzt konnte ich es wenigstens. Ich war ja nicht dran. Stimmt, ich sollte da ja hoch. Kann ich hier umdrehen, ohne dass ich falle? Boah. Das war knapp. Mal schauen, dass ich unten Richtung Westen komme. Die da Riesen nehmen, könnte ich da auch noch töten. Ansonsten. Ansonsten wüsste ich gerade tatsächlich nicht, wo ich noch lang könnte. Doch, da. Ah, eine Kreuzung Richtung Westen. So ein komischer Teich. Nebencharakter dran. Da oben ist ein Turm. Was ist das hier denn? Fernblattblume und irgendwas, was mich angreift. Ja, das greift definitiv an. Goldene Rune. Definitiv lustiger mit dem Schwert. Mit dem Pferd. Ich bin immer noch so schwer. Wir sind blöd. Klettern hoch hinaus. Nix. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter, und... Tschüss. Soldatenkappe. Bitte sei kein Mem. Oh Gott. Eine Handballiste und Ballistenbolz. Kann ich das Ding da kaputt machen? Es wackelt auf jeden Fall, aber kaputt geht das nicht. Ah, doch, das geht kaputt. Wollte doch nur da runter. Zip. Und zip. Das sind die andere Leiter. Da. Komm. Und zip. Sonst ist hier nichts. Interessant. Interessant. Ich denke, dem das jetzt so interessant war, machen wir hier Schluss. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.